Hallo, hier ist der Jojo von Selected Lights und heute mit was ganz Besonderem. Lasst euch überraschen, es geht um Kreisel. Das ist so ein Männerspielzeug. Die habe ich, also das, was hier liegt, hier die zwei, und also die Base und die zwei Kreisel, die habe ich schon lange. Und so ein Kreisel, der läuft da bestimmt 4, 5 Minuten, weiß es nicht genau. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Besondere ist, wir haben jetzt einen Kreisel hier, der läuft für Stunden ohne große Anstrengung, sage ich mal so. Was dahinter steckt, das erkläre ich euch in diesem Video. Ja, dann schauen wir mal. Also wie gesagt, der läuft hier so für Stunden und der hier, das ist einer, der läuft, glaube ich, so 1, 2 Minuten oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehabt. Ist hier mit. Ja, ist gar nicht so einfach, so ein Ding anzudrehen. Naja, das wird bei denen jetzt gleich viel anders. Schauen wir sie uns mal an. So, hier haben wir einen silbernen. Und wir haben einen schwarzen. Die zwei Kreisel habe ich tatsächlich schon vor 3 Jahren bestellt und die sind gestern geliefert worden. Vor 3 Jahren bestellt und gestern geliefert. Und hier der läuft jetzt, glaube ich, nicht so lang. Er läuft jetzt eine Weile, aber jetzt nicht so besonders lang. Naja, warum sage ich euch auch gleich, aber der läuft eine ganze Weile. Den schieben wir jetzt einfach mal hier hinten in die Ecke. Und da kann der in Ruhe vor sich hinlaufen und dann erzähle ich euch ein bisschen was über diese Kreisel. Also der läuft jetzt wirklich stundenlang. Einmal kurz angedreht und der läuft jetzt stundenlang. Wie kann das sein? Ja. So, was? Ich habe noch zwei Bases mitgekauft. Ich habe sie noch gar nicht ausgepackt und habe sie mir noch nicht angeguckt. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und dann, ich packe es jetzt mal aus und dann machen wir weiter. So, hier haben wir noch die schwarze Base und da ist die durchsichtige Base. Ach, die machen wir mal ganz raus. Machen das Zeug mal hier weg. Und ihr seht, der läuft und läuft und läuft. Wie gesagt, das ist meine Base, mit der habt ihr nichts zu tun? Ja, Wahnsinn, gell? Warum das Ding so lang läuft. Und das will ich euch jetzt vielleicht mal bei dem hier zeigen. Bei dem silbernen. Ihr seht hier, kann man aufdrehen. Und tatsächlich, hier ist ein Motor drinne. Hier ist tatsächlich ein Motor drin. Und dann hat er hier zwei. Hier kann man die Batterie prüfen. Jetzt bräuchte ich natürlich was Spitzes. Finden wir aber auch noch hier. So, muss ich jetzt mal. Na. Ah, da muss ich ihn erst aktivieren mit dem Reset hier. So, jetzt ist er aktiviert. Und hiermit kann man dann Batteriekapazität prüfen. Die ist jetzt voll. Und hiermit, er war eingeschlafen und hier mit dem Reset kann man ihn aktivieren und kann ihn da auch wieder deaktivieren. Jetzt setze ich das, ach so, naja, wenn ich schon auseinander habe, da wird noch mitgeliefert ein USB-Kabel, Micro-USB-Kabel ist hier drinne. Und hier seht ihr auch den Batterielevel-Anzeige oder was das aussagt. Jetzt setze ich den einfach hier rein, das ist ganz einfach. Zack, hier reingesetzt. So, aktiviert ist er ja. Habt ihr gesehen, weil ich Reset gedrückt habe. Jetzt drehen wir hier wieder zu. So, jetzt nehmen wir gleich mal die schwarze Base. Drehen den einfach hier an, einmal ganz kurz nur angedreht und jetzt läuft der auch stundenlang, bis der Akku leer ist.
angegeben sind 4 Stunden. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber die Größenordnung stimmt. Der zittert jetzt so ein bisschen, mir ist aber auch bekannt, dass der total ruhig läuft. Ja, könnt ihr nochmal aufmachen, nimmt man einfach wieder, macht ihn wieder auf. Da habe ich schon mal Probleme gehabt, einen aufzukriegen hier. Vielleicht habe ich das hier nicht ganz sauber wieder reingesetzt, weil eigentlich ist es mir nicht bekannt, dass der so wackelt beim Laufen. So, jetzt einfach wieder leicht angedreht, zack. Gut, jetzt muss er erstmal natürlich ins Laufen kommen, weil ich den nur ganz, ganz leicht angedreht habe. Der wird dann mit Sicherheit noch ruhiger werden. Oder muss ich ihn doch mal stärker andrehen? So, jetzt. Ja, und die laufen jetzt stundenlang. Also eine tolle Sache. Hier seht ihr es auch nochmal. Limbo. Hier seht ihr aus, was der funktioniert. Aus was der besteht natürlich, nicht funktioniert. Und das ist was für wirklich ja, Spielkinder. Es hat eine beruhigende Wirkung. Also ich habe den schon mal, was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde neben mir auf dem Schreibtisch gehabt. Dieses Laufen, dieses ruhige Laufen. Warum der jetzt so zittert, ist mir jetzt echt nicht bekannt. Also der ist schon viel ruhiger gelaufen, aber deswegen, ich schneide das jetzt auch nicht. Gucken einfach noch mal rein. So, das muss ja nur die leiseste Unwucht haben, dass der dann schon so rumzickt. Probieren wir es noch mal. Also wie gesagt, normalerweise läuft er ruhiger, aber vielleicht auch jetzt im Vergleich zu dem anderen. Na gut, das war's. Ich wollte euch einfach mal hier was Besonderes erzählen oder erklären. Ich habe sowas nicht zum Verkauf. Da ist einfach Limbo fearlesstoys.com steht hier. Und die haben auch jetzt zu Weihnachten Angebote. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was es so alles für tolle Sachen gibt. Gerade jetzt vor Weihnachten, wenn man noch was sucht als Spielzeug. Ja, das war's.